Moin, was ist los, Freunde? Heute in Games to Sleep To widmen wir uns ein weiteres Mal dem Spiel The Hunter Call of the Wild. Heute eine Neuerung. Wir gehen nach Hirschfelden und schauen uns den deutschen Mischwald mal etwas genauer an. Außerdem erzähle ich eine lustige Waldgeschichte, die mir in echt passiert ist. Und vielleicht noch den ein oder anderen Schwank von der Arbeit. Und auf geht's los. So, in diesem Sinne, auf nach Hirschfelden. Kleine Ladezeit inklusive. Die hätte ich natürlich auch rausschneiden können. Aber das ist ja hier improvisiertes Live-Fernsehen. Deswegen wird jetzt hier auch live getrunken. So, na, wie ist es euch ergangen seit der letzten Episode? Gut geschlafen? Ich nicht so. Aber deswegen sind wir jetzt hier, um das zu ändern. So, ich habe mich heute mal entschieden, euch den europäischen Wald bzw. die europäische Karte des Spiels mal näher zu bringen. Ich muss gerade meinen Spielsound leiser machen. So, wir befinden uns im wunderschönen Hirschfelden, nennt sich die Karte. Ihr seht hier, die ist ein bisschen größer als die Leighton Lake Karte. Man hat hier so klangvolle Namen wie Ratenfeld, das ist das Erstgebiet, in dem man startet. Dem schließt sich Schönfeld an und die weiteren Gebiete hier habe ich noch nicht erschlossen. Ja, warum ich jetzt heute den deutschen Wald mal gewählt habe, ich habe eine, naja, mehr oder weniger lustige Waldgeschichte, die mir vor einiger Zeit passiert ist und die ist halt in einem deutschen Wald passiert, hier gleich bei uns um die Ecke. Und da dachte ich, passt es doch ganz gut, wenn wir hier mal in deutschen Gefilden unterwegs sind. Ihr seht es oben rechts, ich habe eine Mission, die nennt sich Jäger Bildschön. Saudummer Name. Gehe nach Ratenfeld, schieß ein Foto von einem Dammhirsch. Schießt das Foto eines Dammhirsches, hätte ich geschrieben, aber gut. Der Dativ ist in dem Fall wieder dem Genitiv sein Tod. Jetzt ist die Frage, wir porten natürlich jetzt mal nach Ratenfeld. Nicht Wegpunkt setzen, Schnellreise. Kleine Ladezeit. Und dann geht's auch schon los. Dann muss ich gerade noch mal gucken, wie die Kamera funktioniert, weil die habe ich tatsächlich nicht so oft benutzt in dem Spiel. Ich glaube, die Kamera war... Genau, die Kamera ist, wenn man den Quadratknopf gedrückt hält und Foto schießt man wohl mit R2. Kann man irgendwie auch noch zoomen oder so? Oder kann ich nur ein Foto schießen? Hm. Okay, also anscheinend kann ich nur... Was ist das schon wieder für ein Bug? Jedes Mal, wenn man irgendwo verlassen drückt, stirbt man hier. Was ist das für eine Scheiße? Das letzte Mal auch, wenn ihr euch erinnert, ich hatte... Na, das war aber nicht im Games to Sleep To, das war, glaube ich, im Tutorial zu dem Spiel. Wieso geht jetzt Sprinten nicht mehr? Was ist hier gerade los? Ich kann nicht mehr sprinten. Das ist zu geil. Okay, ich war im Knien-Modus, weil ich zu oft auf Kreis gedrückt habe. Ich entschuldige mich. Ja, letztens mal im Tutorial hatte ich hier erklärt, dass man sich hier ausruhen kann.
und kann halt hier die Zeit einstellen und schlafen. Und als ich Kreis gedrückt habe, um rauszugehen, bin ich knallhart gestorben. Und so ähnlich war das eben auch. Ich habe Kreis gedrückt, um die Kamera zu beenden und bin gestorben. There should be a track nearby. So, there should be a track nearby. Wir suchen nach einem Dammhirsch. Das würde doch mit dem Teufel zugehen, wenn es ausgerechnet die Spur eines Dammhirsches wäre. Dann gehen wir der Spur jetzt einfach mal nach. So, wir befinden uns wie gesagt im schönen... Na, da ist er. Im schönen Ratenfeld um 11.37 Uhr. Ja, ich hab... Ist komisch, wenn ich ein, zwei Tage das Spiel nicht gespielt habe, verliere ich irgendwie sämtliche Knöpfe aus dem Gedächtnis. So, ihr seht schon, das sieht hier ganz anders. Oh, Entschuldigung. Ich rede jetzt wie in meinem Tutorial total begeistert. Ich muss natürlich. Wir sind hier bei Games to Sleep To. Zurück zu einem vernünftigen Radiomoderator-Ton. Den Domian-Duktus nenne ich das. So, mit diesem wunderschönen Domian-Duktus erkläre ich euch jetzt. Ihr seht ja hier schon, das sieht ganz anders aus als Leighton Lake. Das hier ist wirklich richtig schöner deutscher Mischwald. Ja. Auch die Beleuchtung ist irgendwie anders. Also ich weiß nicht, man fühlt sich irgendwie sofort heimisch. Das Einzige, was mir nicht Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind die Aussichtstürme. Weil solche Aussichtstürme habe ich in Deutschland tatsächlich noch nie gesehen. Kann natürlich gut sein, dass es sowas gibt, aber wäre mir auf jeden Fall nicht bekannt. So, wir schauen uns jetzt mal die Spur da an. Wir suchen, wie gesagt, einen Dammhirsch für unsere Quest. Ich weiß nicht, ob das Geräusch eben hier im Raum war oder ob es im Spiel war. Das ist ein Reh, das ist kein Dammhirsch. Brauchen wir eigentlich nicht nachzugehen. Wir tun es mal trotzdem. Wir gucken mal auf die Karte, wir haben doch hier Bedürfnisgebiete in der Nähe. Was haben wir denn hier? Bedürfnisgebiet Rehe. Bis 5.30 Uhr, okay, das ist natürlich auch längst durch. Hier haben wir auch nochmal bis 9.30 Uhr, ist auch schon vorbei. Haben wir hier noch einen Hochsitz. Da habe ich wohl als letztes geschossen. Naja, die Spur geht ja hier in Richtung von diesem Bereich, wo auch das Ruhegebiet ist. Und hier ist ein bisschen Wasser, da ist wahrscheinlich eine Tränke. Dann gehen wir halt doch mal der Spur nach. Vielleicht finden wir auch Losung. Und dann können wir hier mal feststellen, wie weit das Reh ist. Wenn wir zu nahe kommen, wird es sich wahrscheinlich eh melden. Mit dem typischen Bellgeräusch, das die Rehe machen, wenn sie Warnrufe ausstoßen. Das ist übrigens auch schön, dass jetzt die komplette Fauna, also nicht nur die Flora hier, Bäumchen und Blümchen und so, sondern dass halt natürlich auch die komplette Fauna einem deutschen Wald angepasst ist. Das heißt, ihr habt es hier mit Rehen zu tun, Wildschweinen etc., Füchsen, so wie ihr das halt von zu Hause kennt. So, unser Reh ist eventuell auf der Suche nach Fressen. Das würde zumindest erklären, warum hier nirgends Losung liegt. Weil das gute Reh noch nichts gegessen hat, kann es auch keine Losung absetzen. So, hier vorne seht ihr auch schon, das ist auch so typisch eigentlich für uns in Deutschland, diese Heuballen. Ja. Habe ich auch so noch nirgends sonst gesehen.
Oder macht noch jemand so schöne Heuballen wie wir hier in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr schon mal in einem anderen Land Heuballen gesehen habt, postet es in die Comments. Am besten mit Fotos. Hat sich da eben was bewegt? Nee, das war nur diese Spur. Unser Reh scheint hier über die Mauer gesprungen zu sein. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Aber warum nicht, wenn ich das kann? Hier seht ihr gerade schon die Lichtstimmung. Da hat sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Ich finde das immer geil, wie sich die komplette Lichtstimmung dadurch ändert. Das ist einfach das unfassbar hübscheste Spiel auf der PS4 zurzeit. Habe ich wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal erwähnt. Jo, kleine Waldgeschichte. Wenn wir jetzt hier am Suchen sind, um uns die Zeit zu vertreiben. Ich war mal, das ist, ach Gott, ich weiß nicht, wie lange das her ist. 15 Jahre? Bestimmt schon 15 Jahre her. Vielleicht eher so Richtung 20 Jahre. Na, so alt bin ich auch wieder nicht. Okay, sagen wir mal, es ist 15 bis 20 Jahre her, also schon eine ganze Ecke. Deswegen ist meine Erinnerung an den Abend nur noch ziemlich verschwommen. Aber ich versuche trotzdem, das zu rekapitulieren, weil das war eigentlich eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Ich war mit einem Freund von mir, naja, eigentlich war ich mit mehreren Freunden, auf einem Konzert. Das war so eine Waldbühne hier bei uns um die Ecke. Und da sind unter anderem so Leute aufgetreten wie Mellow Mike oder nein, wie heißt der Typ? Mellow Mark, so ein deutscher Reggae-Künstler. Xavier Naidoo ist da aufgetreten. Die H-Blocks sind da aufgetreten, wer die noch kennt. Move, yo! Move, 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 yo! Everybody, everybody! Move, move, yo! Ich weiß nicht mehr genau, so ähnlich ging das Lied, mit dem die damals in den Charts waren. Ja, auf jeden Fall waren wir da auf diesem Konzert. Das, wie der Name schon sagt, fand halt oben im Wald statt. Und das ist so ein Hügel, so eine Hügelkette. Vielleicht, keine Ahnung, wie hoch wird es sein, 200, 300 Meter. Jetzt kein Berg oder so, aber halt so ein leichter Hügel. Ein bewaldeter Hügel. Und auf einer Seite ist eine Stadt. Und auf der anderen Seite ist unser Ort, wo wir halt aufgewachsen sind. Und das Konzert war oben auf diesem Hügel mitten im Wald. Also sind wir dann natürlich noch im Hellen, ich weiß nicht, 16, 17 Uhr oder so, sind wir da losgelaufen. Sind wir da hingelaufen, weil du willst ja da was trinken und so, und dann fährst du ja da nicht mit dem Auto hin. Ja, auf jeden Fall waren wir... Ach, das war das Bellen eines Fuchses. Rotfuchs, um genau zu sein. Um die zu schießen, habe ich jetzt aber keine Waffe mit. Da, wenn ich die mit meinem großen Gewehr schieße, dann bekomme ich keinen Ethikbonus und dann rentiert sich nicht, den jetzt nachzugehen. Deswegen lasse ich den jetzt mal rechts liegen. Ja, auf jeden Fall waren wir dann so, ich sag mal gegen 17 Uhr waren wir auf dem Konzert. Es war noch hell natürlich und die Bands haben gespielt, wir waren gut drauf, haben ein bisschen was getrunken. Einer von meinen Kollegen, nennen wir ihn, zum Schutz seiner Persönlichkeit nennen wir ihn Carsten. Ja, Codename Carsten. Wir nennen ihn Carsten, weil er heißt tatsächlich Carsten. So, da Carsten aber weder weiß, dass ich mich Rocketbeard nenne, noch dass ich YouTube-Videos mache, ist es, glaube ich, völlig egal. So, also Carsten war schon ziemlich wasted, wie der gebildete Franzose zu sagen pflegt. Ich war ein bisschen angetrunken, ich war nicht total voll. Auf jeden Fall war das Konzert ganz gut. Es war irgendwie 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts. Und wir haben beschlossen, so die Reihen haben sich langsam gelichtet, die Bands haben auch schon aufgehört zu spielen. Und wir haben beschlossen, nach Hause zu laufen. Natürlich wieder durch diesen Wald.
Nun, als wir nachmittags losgelaufen sind, in der prallen Sonne, war natürlich dieser lichtdurchflutete Wald überhaupt kein Problem. Das war richtig malerisch, ja, würde ich es mal nennen. Nachts um eins hingegen, im Stockdunklen, lediglich durch den Mondschein ein wenig erleuchtet, war der Wald so ein bisschen, nun ja, gruselig, will ich es mal nennen. Wir mussten aber irgendwie nach Hause. Wir hätten natürlich auch an der Straße entlang laufen können. Aber wenn wir an der Straße entlang gelaufen wären, dann wäre der Fußmarsch nach Hause rund 3 bis 4 Kilometer länger gewesen. Und das wollte natürlich keiner auf sich nehmen. Also sind wir mutig, wie wir waren. Ich meine, Carsten hatte sich ja eh ordentlich Mut angetrunken. Sind wir jedenfalls in diesen Wald rein. Und Freunde, es war stockfinster in diesem Scheißwald. Du hast einfach deine Hand vor Augen nicht gesehen. Die einzige Möglichkeit, den Weg zu sehen, den wir gehen mussten, war nach oben zu gucken und uns halt am offenen Himmel zu orientieren, weil da, wo der Weg war, waren ja keine Bäume, das heißt, man konnte den Nachthimmel sehen. Dann sind wir da durch diesen Wald gestapft, mehr oder weniger langsam, weil wir natürlich Angst hatten, über Stock und Stein zu stolpern. Und ja, wie gesagt, wir waren ziemlich, nicht verängstigt, aber wir hatten schon so ein bisschen Schiss in der Buchs. Was, glaube ich, auch einfach verständlich ist, weil man hört ja dann so Geräusche wie Waldkauze, keine Ahnung, Eulen. Hier und da hört man dann mal ein Rascheln im Gebüsch. Das kann ein Amsel sein, kann aber auch ein Reh sein, ein Hirsch, eine Wildsau. Das kann ja alles Mögliche sein. Naja, jedenfalls sind wir da durch den Wald, stockfinster. Man sah die Hand vor Augen nicht. Ich sag's euch, das ist nicht übertrieben. Es war wirklich stockdunkel. Und die einzige Lichtquelle, die wir hatten, war Carstens Feuerzeug. Er war Raucher, hat ein Feuerzeug dabei gehabt. Ich als Nichtraucher hatte kein Feuerzeug, also kein Licht. Und dann hat er manchmal so ein bisschen das Feuerzeug halt angemacht, damit wir wenigstens ein bisschen was vom Weg sehen. Aber das war halt mehr schlecht als recht. Naja, damals hatten wir noch keine Handys oder keine dabei, ich weiß es nicht mehr. Oder mein Nokia 3210, was ich damals hatte, war einfach nicht hell genug. Batterie leer, ich hab keine Ahnung. Jedenfalls kein Licht. Und als wir so durch diesen Wald laufen, flüsternd, weil wir Angst hatten, irgendwie zu laut zu sein und irgendwas aufzuschrecken, höre ich plötzlich so ein leichtes Quieken. So ein, ich sag mal, kindliches Quieken. Also ich habe gehört, dass das Quieken nicht von einem erwachsenen Tier sein kann. Es war halt so ein helles Grunzen. Ja? Und die einzigen Tiere, die im Wald grunzen, sind Wildschweine. Jetzt wusste ich von meinem Vater, dass Wildschweine, also Bachen, die weiblichen Wildschweine, wenn die Junge haben, ziemlich aggressiv sein können und auch für den Menschen extrem gefährlich. Ja, also sind schon mehrere Wanderer und auch Jäger zu Tode gekommen, weil sie eine trächtige Bache oder eine Bache mit Frischlingen versucht haben zu schießen oder ihr zu nahe gekommen sind und die halt nicht gleich gestorben ist oder halt die Frischlinge dann verteidigen wollte. Und ja, entsprechend Schiss hatte ich in der Buchse. Ich habe dann Carsten hinten an der Jacke gehalten, weil der schon so vorgeprescht ist, der wollte schon weglaufen. Und dann habe ich gesagt, Junge, ganz leise, ja, wir bleiben jetzt hier stehen am Baum.
und warten, bis diese kleine Rotte Wildsäue vorbeigezogen ist. Na, vielleicht sehen die uns nicht, ja, im Dunkeln. Ich meine, ich weiß nicht, ob Wildschweine im Dunkeln sehen können. Oh, da ist übrigens unser Reh. So, mal ganz kurz. Ich will nicht den Spannungsbogen aufrechterhalten. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ich habe auf die Wirbelsäule gezielt. Wenn ihr es gesehen habt. Ja, ist direkt down gegangen. Schauen wir uns ganz kurz die Trophäe an. Ja, ach Gott. Also, schöner geht's ja kaum. Effizienz 100%, Ethik 100%. Wirbelsäulentreffer 97%. Hervorragend. So kann's gehen. Wo sehe ich nochmal, was es für ein Tier war? Ach so, Reh, oben links steht's ja. Ja, schade. Was sollen wir fotografieren? Ich hab's schon wieder vergessen. Hat einer von euch aufgepasst? Ein Dammhirsch soll ich fotografieren. Okay, das sind die mit dem Geweih. Das sollte ja machbar sein. So, zurück zur Story. Also, ich habe auf jeden Fall Carsten hinten so an der Kapuzenjacke gehalten und habe gesagt, Junge, bleib hier. Wir bleiben jetzt hier stehen und warten, bis diese Rotte vorbei ist. Und dann gehen wir weiter, weil ich habe echt Angst, dass uns die Sau angreift. So. Problem war, die Rotte ist nicht vorbeigezogen. Sondern die Rotte hat da, wo wir standen, offensichtlich nach Futter gesucht. Weil man hat diese Grabgeräusche gehört mit den Schnauzen. Das Grunzen wurde immer lauter. In der Zwischenzeit hatte sich zu diesem Babygrunzen noch das Grunzen von einem erwachsenen Tier hinzugesellt. Ich kann euch sagen, ich hatte Gänsehaut bis ins Genick. Mir ging der Kackstift, mir ging der Arsch auf Grundeis. Ich war total fertig, ja. Carsten in seinem besoffenen Kopf hat es kichern angefangen, weil er überhaupt nicht wusste, wie der mit der Stresssituation in dem Moment umgehen soll. Auf jeden Fall, oh verdammt, ich habe gerade einen ganz fiesen Schmerz im Rücken, ich liege irgendwie blöd. Auf jeden Fall kam das Grunzen immer näher. Zwischendurch war auch immer so ein Quieken, was einem so hat aufschrecken lassen. Und irgendwann waren die so nah, dass wir gedacht haben, jetzt oder nie. Und dann sind wir aufgespritzt, weil wir mittlerweile in die Hocke gegangen waren, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Was eigentlich völlig schwachsinnig ist, in einem stockdunklen Wald, sich dann noch auf die Höhe des Tieres quasi zu begeben. Ich suche uns übrigens mal hier irgendein Ziel aus, damit wir nicht ganz so im Dunkeln tappen. Gehen wir hier hin. Auf jeden Fall. Oh, ich brauche noch einen Schluck Wasser. Ich laber zu viel. Haben wir ab einem bestimmten Zeitpunkt es einfach nicht mehr ausgehalten, da zu sitzen und zu warten, ob die uns jetzt entdecken oder nicht. Und dann sind wir aufgespritzt und haben ungefähr angepeilt, wo wir hin müssen und sind in dieser Stockfinsternis einfach drauf losgelaufen. Aber so richtig Vollgas. Ich kann euch sagen, wir sind da über Stock und Stein gepoltert. Es ist mir bis heute ein absolutes Rätsel, wie wir es geschafft haben, ohne uns ernsthafte Verletzungen zuzuziehen, da durchzukommen. Wir sind ein paar Mal gestürzt. Carsten ist einmal über eine Wurzel gefallen und hat sich auch ein bisschen weh gemacht. Aber wir sind da durch. Ich weiß nicht, was wir für eine Geschwindigkeit drauf hatten. Es ging ja komplett bergab.
Wir sind auf jeden Fall dann Vollgas nach Hause. Und ich sag's euch, es war so eine Erleichterung, als dieser Wald sich irgendwann vor uns quasi auftat und so die ersten Lichter des Ortes sichtbar waren. Ich krieg heute noch Herzklopfen, wenn ich an die Situation denke. Das mag für euch jetzt völlig unspektakulär rüberkommen, aber glaubt mir, in der Situation hatte ich so Muffensausen. Es war unglaublich. Ja. Ich weiß bis heute nicht, wie die Wildschweine reagiert haben. Wahrscheinlich sind die einfach erschrocken und dann weggelaufen oder so. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall nicht lange genug geblieben, um festzustellen, was aus denen geworden ist. Ja, das ist die Geschichte. Ich weiß, die war jetzt nicht besonders spannend. Beziehungsweise, vielleicht war sie auch spannend, aber der Ausgang war jetzt nicht besonders spektakulär. Aber ich kann euch sagen, Freunde, wenn ihr einmal Auge im Auge mit so einem 500 Kilo Eber gestanden habt wie wir konnten ihn zum Glück nicht sehen. Aber er war mit Sicherheit da. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr am Leben seid. Oh Mann, ey. Was eine Situation, echt. So, nach diesem Schock muss ich hier erstmal in den Lebkuchen beißen. Hervorragend. Mal ein Geräusch, ne. Hallo Katze. Nein, du darfst nicht von meinem Lebkuchen haben. So. Nach der aufregenden Geschichte jetzt wieder zurück zum Domian Ductus. Ich hätte eigentlich so die Geschichte erzählen sollen, dann wärt ihr wahrscheinlich jetzt schon eingeschlafen. Oh, Rattenfelder Gräber. Das klingt irgendwie spannend. Mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja, typisch deutscher Wald übrigens, ne? Das war das, was ich auch in dem Tutorial gesagt habe. Wenn ihr Anfänger seid und The Hunter anfangt zu spielen, spielt zuerst die Leighton Lake Karte. Leighton Lake ist wesentlich stärker bevölkert, was Tiere angeht. Und es ist dadurch auch wesentlich einfacher, dort zu jagen. Ich finde, Hirschfelden, Hirschhausen hätte ich fast gesagt, Hirschfelden ist viel zu realistisch irgendwie. Also ihr seht ja jetzt selbst schon, wie lange ich hier unterwegs bin und ich habe ein Tier gesehen. Und das auch nur, weil mir die Spur vorher angezeigt wurde. Es ist hier echt wenig los, ja. Das ist halt ein typischer deutscher Wald irgendwie. So, wir gucken jetzt mal gerade. Okay, das ist eigentlich kein typisch deutsches Schild. Naja. Ich weiß nicht, aus welchem Land die Entwickler kommen. Kennen sich wahrscheinlich mit deutschen Straßenschildern nicht besonders aus. Gehen wir mal davor gucken. Na gut, das Stoppschild ist ja international, ne? Rattenfeldgrab. Rattenfeld Strohhalmfeld. Sehr schön. Ja, dieses Wandersymbol hat man aber tatsächlich schon mal gesehen. Ja, und diese Feldwege sind ja eigentlich auch typisch deutsch. Eine einspurige Straße ist nicht so typisch. Naja, sieht auf jeden Fall deutsch aus. Ich finde, die haben es ganz gut gemacht. So, dann schauen wir uns mal an, was hier los ist. Wahrzeichen. Forstministerium.
von Karlstock Waldaufsicht. Hinweis. Ja, schade, dass man die Texte nicht lesen kann. Das fände ich doch jetzt mal richtig nice, wenn sie sich da die Mühe gegeben hätten, jetzt noch irgendeinen Text zu schreiben. Aber das komplette Spiel ist in Englisch. Und zumindest die Schilder und alles sind in Deutsch gehalten. Auf dem deutschen Jagdrevier. Das finde ich doch schon mal gut. Freunde, ey, hier geht aber auch nichts ab. Vor allem sehe ich hier keine Gräber. Da steht dieses Schild mit Hinweis auf die Gräber. Aber ich sehe hier keine Gräber. Oder ist dieser Hügel, auf dem ich jetzt stehe, vielleicht so ein Hügelgrab? Kenne mich mit so einem Scheiß nicht aus. Hier haben wir aber eine schöne Rundumsicht. Es ist unwahrscheinlich krass, wie wenig Tiere hier unterwegs sind. Ich habe auch, bis auf die eine Spur, die er mir jetzt angezeigt hat, und ein paar Spuren in der Nähe von dieser einen Spur, habe ich jetzt hier keine Spuren gesehen, ne? Wir haben zweimal einen Fuchs bellen gehört und einmal dieses Reh gehört. Das war's auch schon. Wir sind hier auch am Rand der Karte unterwegs. Hier unten ist übrigens der Schießstand, wenn mich nicht alles täuscht. So, vielleicht soll man doch woanders hingehen. Aber ich wollte ja hier diesen Hirsch fotografieren. Ich finde es so ein bisschen schade, dass ich meine, gut, man hat hier die Bedürfnisgebiete, die einem so ein bisschen verraten, was für Tiere hier unterwegs sind. Aber ich müsste mal danach googeln. Das hat sich doch bestimmt irgendwann mal jemand den Spaß gemacht, hier so eine Karte abzufotografieren und draufzuschreiben, wo man was findet. Ja. Damit man sich hier nicht tot sucht. Weil das Einzige, was die Quest gesagt hat, war, geh nach Ratenfeld. Und Ratenfeld ist verdammt groß. Ja. Und ich kann ja jetzt hier auch nicht willenlos durch die Gegend marschieren und hoffen, irgendwann mal ein Tier zu sehen. Der Nachteil, den wir halt haben, ist, ich habe jetzt hier noch nicht viel von der Karte gesehen und weiß auch nicht, wo hier viel los ist, ne? Weil es ist zwar ein Games to Sleep Tour, ich vergesse schon wieder den Domian Duktus, Mensch, sag doch was. Es ist zwar ein Games to Sleep Tour, aber natürlich möchte ich ja trotzdem was zeigen. Übrigens, ich habe ja hier immer gesagt, ich muss auf den Tacho gucken, wie lang die Videos sind, weil man mit Share Factory, in diesem Schnittprogramm von der PS4, nur 60 Minuten schneiden kann. Und dann habe ich im letzten Video behauptet, man kann 80 Minuten schneiden. Das ist aber eine Fehlinformation gewesen. Und zwar ist es so, dass man 80 Minuten Footage in das Projekt reinlegen kann. Man kann aber nur 60 Minuten rausrendern. Das heißt, ich bin weiterhin an die 60 Minuten Marke gebunden. Also nicht wundern, falls ich hier gleich um 23 Uhr die Panik bekomme, weil ich bin um kurz nach 10 online gegangen. Also das gilt immer noch, dieses blöde Programm, trotz PS4 Pro, kann leider nicht mehr als eine Stunde am Stück rausrendern. Das ist sehr schade. Wir könnten ja einfach mal auch die Straße entlang gehen. Das ist nur leider die Straße ins Nirgendwo. Ich habe mir gedacht, wir laufen jetzt mal hier Richtung Wasserstelle und hoffen, dass da ein bisschen mehr los ist. Dieser schöne deutsche Herbstwald, ist das nicht geil? Der ist so geil dicht. Ist halt ein richtig schöner Wald. Jetzt nicht, dass Leighton Lake nicht schön wäre, aber das hier ist halt so, das ist wie zu Hause.
finde das einfach grandios hier, wie so die Sonne hier durchscheint. Diesen Waldboden hier. Ein bisschen felsig. Wie im Dahner Felsenland, wer es kennt. Es erinnert mich halt auch so ein bisschen an den Pfälzerwald. Ich bin am Rand des Pfälzerwaldes groß geworden. Und der Wald, in dem ich mit Carsten war, ist auch Ausläufer vom Pfälzerwald. Mittelgebirge. Und das ist halt einfach schön, ne? Ich mag das. Das ist halt meine Heimat. Ah, es gefällt mir richtig gut hier. Auch mit diesen roten Wildblumen da. Was auch immer das ist. Irgendwelche Botanikkundigen unter euch sagen jetzt, ah, das ist doch spitzwegerisch, das sieht man doch gleich. Blindfisch. Ja, in Bio war ich immer schlecht. Außer in Sexualkunde hatte ich eine 1. Woran das wohl lag? Dum, dum, dum. Meine Damen und Herren, heute Abend singt für Sie das Niveau. So, virtueller Schwanzvergleich in 3, 2, 1 und ab. Nein, meine Hose bleibt oben. Das ist immer noch Games to Sleep to und nicht irgend so ein Pornoprogramm. So, hier unten wabert das Wasser. Dann hoffen wir mal, dass es da Dammhirsche gibt. Damit ich mein dämliches Foto schießen kann. Ich glaube, ich lasse das mal mit dem Rennen. Auch dieser Ruf des Milan, ne? Dieses typische... Ich kann jetzt nicht pfeifen, weil im Nachbarraum jemand schläft, aber... Dieser typische Schrei... Das hat man bei uns im Sommer, wenn man draußen im Garten auf der Wiese liegt und seine Comicbücher liest. So wie ich das in meiner Kindheit gerne gemacht habe oder in der Hängematte. Dann hört man immer diesen Schrei der Milan, ne? Oder, keine Ahnung, vielleicht sind es auch Bussarde. Aber ich glaube, es sind Milane. Ach, ich liebe das. Dieses Geräusch, das geht mir so ab. So, täuscht aber natürlich nicht darüber hinweg, dass wir hier an der 1A Wasserstelle sind und ganz genau nichts zu sehen ist. So, wir suchen aber ja nach einem Hirsch. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Hirschgeräusche. Beziehungsweise Hirsch-Kuh-Geräusche. Einfach mal ins Blaue. Lebkuchen ist da. Hirsch nicht. Ich habe diese Lichtung da vorne so ein bisschen im Auge. Obwohl sich da keine Spuren finden lassen. Habe ich trotzdem das Gefühl, dass von da was kommen könnte. Also die völlige Abwesenheit von irgendwelchen Tierspuren macht mich so ein bisschen nervös, ey. Oh, da werde ich wahrscheinlich zu Tode stürzen, wenn ich da runtergehe. Deswegen bleiben wir mal hier oben. Wir müssen ja nicht krampfhaft in den Tod stürzen. Wobei der Ort hier halt echt für den Arsch ist, ne? Hier ist nichts. Keine Sau interessiert sich für mich. Es kann aber nicht angehen, dass wir hier mit einem lächerlichen Abschuss nach Hause gehen. Ich glaube, ich port mal zurück ins Basislager. Weil von dort aus... habe ich ja zumindest mal ein paar Spuren gesehen. Das machen wir jetzt gerade mal. Ich sage ja zu deutschem Wasser. So, unsere Spur war hier irgendwo gewesen. Wir laufen jetzt einfach mal hier rüber. Das Reh haben wir hier geschossen. Richtig, ja. Das Reh haben wir hier geschossen und hier waren diese Felder mit den Heuballen. Da oben ist ein Druckgebiet.
Oder haben wir das Reh hier geschossen? Wir laufen mal... Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich möchte hier so in die Richtung laufen. Weil da ist auch noch mal eine Wasserstelle. Das ist in die Richtung. So, wir laufen jetzt einfach mal querfeld ein. Jo. Stichwort Games to Sleep To. Wer den Sinn der Sendung noch nicht verstanden hat, der kann gern nochmal in Folge 1 reinschauen. Da erkläre ich das ja so wunderbar. Heute ist mir aufgefallen, wie viel effektiver manche andere Sachen sind zum Einschlafen. Ihr kennt alle das Phänomen, ihr sitzt in der Schule und die Lehrerin sagt, heute schauen wir einen Film. Oder die Lehrerin sagt, Max, geh mal in Raum 108 und hol den Diaprojektor. Oder Hänschen, geh mal in Raum 104 und hol den Overhead-Projektor. Immer wenn es hieß, wir schauen einen Film oder hol den Overhead-Projektor, dann wussten wir, Klassenraum wird abgedunkelt. Ups, Entschuldigung. Da kommt mir der Lebkuchen wieder hoch. Klassenraum wird abgedunkelt. Sehr alte Losung. Okay. Und dann ist Schlafen angesagt. Weil selbst wenn ihr da sitzt, oder gerade wenn ihr da sitzt und konzentriert den Worten des Lehrers lauscht, spätestens nach einer halben Stunde seid ihr eingepennt. Ich weiß nicht, wie oft ich in der Schule eingepennt bin. Oha. Da höre ich doch ein Reh. Ich bin zigmal schon in der Schule eingepennt. Ich bin einmal in der Berufsschule eingepennt. Das war das Allergeilste, was mir je passiert ist. Ich habe mal über einen Kollegen, über einen Banknachbarn gelacht, der eingeschlafen ist. Der hat so das Gesicht in die Hand gestützt. Und der ist auch beim Filmschauen oder weil der Overhead-Projektor gelaufen ist, ist der eingeschlafen und ist dann mit dem Kopf auf den Tisch geknallt. Ich musste so lachen. Egal, auf jeden Fall in der Berufsschule ist mir was Ähnliches passiert. Ich sitze im, ich glaube es war Rechnungswesenunterricht. Und ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwo, aus irgendeinem Grund musste der Lehrer uns mit dem Overhead-Projektor da irgendwas an die Wand projizieren. Es war dunkel. Es war irgendwie freitags morgens und ich war donnerstags feiern gewesen. Ich war saumüde. Auf jeden Fall sitze ich in diesem abgedunkelten Raum und mir fallen halt einfach immer wieder die Augen zu. Ich konnte nichts dagegen tun. Und dann habe ich halt die Hände auf dem Tisch verschränkt. Oh, guck mal hier. Bedürfnisgebiet Reh bis 13:30. Wir sind jetzt natürlich schon ein bisschen drüber. Aber das ist ja interessant. Mal gerade mal ein bisschen in die Ferne klotzen. Ob wir irgendwas sehen. Ja, auf jeden Fall habe ich meine Arme verschränkt und mich so draufgelegt, habe aber weiterhin zugeguckt, was der da vorne veranstaltet und bin dann aber tatsächlich eingeschlafen. Und das Allergeilste ist, im Schlaf oder im Traum höre ich, wie jemand meinen Namen ruft. Zuerst ganz weit weg und ganz leise höre ich immer nur so. Okay, ich will es gar nicht meinen Namen nennen, weil das ist ja hier anonym. Also er ruft halt so meinen Namen. Old Boy, Old Boy. Und es wird immer lauter, immer lauter. Ich denke, ey, was ist denn das? Und auf einmal höre ich halt ganz laut die Stimme meines Lehrers, der halt meinen Namen sagt. Und dann bin ich aufgeschreckt und hab... Das ist so peinlich. Auf jeden Fall habe ich voll geschrien. Also so richtig so, ah! Und alle haben mich angeguckt, ey. Alter Schwede, das war mit Abstand das Peinlichste, was mir in der Schule passiert ist, glaube ich. Ich bin einmal nochmal eingeschlafen und bin dann wach geworden und hatte so eine Pfütze auf dem Tisch, weil ich gesappert hatte. Das war auch ziemlich peinlich, aber das Schreien, das war mit Abstand das Peinlichste.
Freunde, ich kann euch sagen, danach habe ich nie wieder geschlafen in der Berufsschule. Ja, auf was wollte ich hinaus? Ach so, genau, wie ich auf die Story... Ach so, Sekunde, ich muss mal hier gerade ein bisschen mich umarrangieren. Ich krieg's echt ins Kreuz. Ich habe heute eine merkwürdige Position eingenommen. Wir hatten heute ein Meeting und uns wurde von einem der Chefs das neue Customer Relation Management System vorgestellt, weil wir das alte löchrige System... Ach, guck mal, was sitzt denn da hinten? Da sitzt ein Fuchs. Da wir hier sonst nichts haben, knöpfen wir uns jetzt den Fuchs vor, solange der da sitzt. Der wird aber natürlich nicht mehr lange da sitzen, wenn der mich gleich kommen sieht. Ist geil, ne? Mit dem bloßen Auge ist der nicht zu erkennen. Ja, der ist so klein. Das Spiel ist mir an manchen Stellen echt zu realistisch. Ich würde mir manchmal wünschen, man würde die Tiere ein bisschen leichter sehen. Ich meine, gut, immerhin sieht man die Spuren recht leicht. Ja? Das kann man übrigens alles ausschalten. Aber dass ich den Fuchs jetzt hier mit bloßem Auge nicht sehen kann, das ist schon echt mies. Er sitzt immer noch da. Wahrscheinlich ist das ein Ruheplatz. Ich könnte eigentlich versuchen, den von hier zu schießen. Vielleicht kriege ich da eine Trophäe. Das wäre doch geil. Oh ne, das schaffe ich ja nie. Ich semmel jetzt einfach mal einen Schuss dahin. Ich war eh gerade am Erzählen. Oder sollen wir näher rangehen? Ah, so lange kann doch kein Mensch die Luft anhalten. Das ist aber auch echt schwer zu zielen bei dem Spiel. Ich gehe noch ein bisschen näher ran. Ja, auf jeden Fall hatten wir heute halt da den Beamer an und haben dann im Besprechungsraum gesessen. Und obwohl ich sehr, sehr aufmerksam war und eigentlich einigermaßen ausgeschlafen, habe ich trotzdem so oft mit meinen zufallenden Augendeckeln kämpfen müssen. Das war echt eine wahre Pracht. Das ist schon krass, wie ein, wenn man den ganzen Tag konzentriert an seinem Rechner sitzt und dann kommt sowas, wo man sich halt nicht mehr konzentrieren muss, sondern einfach nur irgendwie zuhören und da rumchillen. Wie einem das dann so runterzieht und müde macht, das ist so krass. Das wäre was für Games to Sleep To. Ich glaube, ich besorge mir einen Overhead-Projektor und halte euch einfach einen Vortrag. Also das hier wird nichts, ne? Ich kann das überhaupt nicht ruhig halten. Ah, ich gehe näher ran. Das bringt ja nichts. Wir hoffen einfach, dass er uns nicht sieht. Oh, jetzt hat er uns gehört, verdammt. Und er läuft weg. Das habe ich gemeint. Also Füchse zu jagen ist verdammt schwer. Na, einmal gerannt, könnt ihr es eigentlich vergessen. Das ist total nervig. So, wir haben hier... Ich habe gerade Schritte gehört. Draußen plätschert aber auch wieder der Regen an die Scheibe. Kann natürlich auch gut sein, dass das Geräusch von hier kam und nicht aus dem Spiel. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Kopfhörern zu orten. Ich muss immer noch dran denken, wie ich geschrien habe beim Aufwachen. Das war so gut, ey. Da hättet ihr echt dabei sein müssen. Ey, wie hier halt einfach kein einziges Tier zu sehen ist. Jetzt zieht hier auch noch Nebel auf, oder warum? Ja, hier zieht voll der Nebel auf gerade. Ah, das war wahrscheinlich das Geräusch, was ich gehört habe. Es fängt an zu regnen. Na gut, dann gehen wir mal weiter Richtung Ziel. Wir machen auch nicht mehr allzu lange, wir sind ja jetzt schon fast eine Stunde dann unterwegs. Hier wäre dann nochmal ein Bedürfnisgebiet gewesen. Wir haben uns einfach eine beschissene Uhrzeit ausgesucht. Ja, 13:30 Uhr ist hier alles vorbei.
kann höchstens hoffen. Nee, es geht in die andere Richtung. Weil die Tiere haben ja auch eine gewisse Bewegungsroutine. Also nicht nur, weil das hier ein Computerspiel ist, sondern auch in echt. Bewegen die sich ja meistens innerhalb eines gewissen Reviers immer wieder an dieselben Stellen, zum Beispiel zum Fressen und so. Und das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Wir könnten mal versuchen, auf den Hügel darauf zu kommen, aber ich überlege, was es uns bringt. Wieso ist hier ein Druckgebiet, ey? Da habe ich ja ewig nicht geschossen. Muss ich nicht verstehen. Ja, die Spuren. So, jetzt sind wir im Ratenfelder Stroh. Wer denkt sich solche Namen aus? Ja, das war bis jetzt ein echt ereignisloser Abend. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß an meinen Anekdoten, sonst war das hier eine ziemliche Zeitverschwendung, falls ihr gehofft habt, dass hier ordentlich gejagt wird. Zwei Tiere gesehen, eins geschossen und direkt getötet. Naja, das ist immerhin eine Quote von 50%, 2 zu 1, ne? Ach, auch schön hier, so Kleinigkeiten wie diese Spiegelung da in der Pfütze. Das macht's einfach aus, ey. Das sieht einfach cool aus. Oh, was sind das? Na, Fuchsspuren. Jetzt macht's aber auch runter, meine Herren. Oh, was haben wir da vorne? Rehspuren. Ja, aber Blindspuren nachlaufen bringt halt auch nichts. Wenn keine frische Losung da liegt, tappt man halt völlig im Dunkeln. Das einzig Gute ist, dass hier halt mehrere Spuren sind, deutet halt darauf hin, dass hier schon zu irgendeinem Zeitpunkt des Tages mal was abgeht. Vielleicht haben wir ja Glück. Und sehen hier kurz vor Feierabend noch was. Mensch, das nervt mich jetzt. Dass wir hier nichts finden. Ich klinke mich mal ganz kurz aus und schau mal kurz, wie lange wir schon aufzeichnen. So, da bin ich wieder am Stissel. Leider muss ich euch sagen, die Aufnahme ist schon bei 51 Minuten. Deswegen werde ich es jetzt hiermit auch bewenden lassen. Was sehr, sehr, sehr schade ist. Weil mir das Gebiet hier echt gut gefällt. Aber hier ist gerade so wenig los. Und ich habe einfach keinen Bock, euch noch weiter zu langweilen. Das war eine echt ereignislose Episode. Das tut mir sehr leid. Ich hätte gern ein bisschen mehr gezeigt von der lokalen Fauna. Dieses eine Reh, das war ja irgendwie nur für den hohlen Zahn. Gern mal so einen Hirsch gesehen oder eine Wildsau oder... Ach, da drüben ist irgendein Tier. Da drüben ist ein Reh. Okay. Das macht einen Prunftstrei. Prunftstrei. Wer kennt ihn nicht? Das macht einen Prunftschrei. Das heißt, es hat mich definitiv noch nicht gesehen. Auch geil, wie realistisch hier diese fucking Beleuchtung ist. Ey, schaut euch das an. Das sieht so aus, als würde ich durch ein echtes Fernglas gucken. Mal davon abgesehen, dass wenn man durch ein echtes Fernglas guckt, sich die Bilder von rechtem und linkem Auge überlagern und man einen Kreis sieht und nicht so ein komisches Oval. Das machen die in Filmen auch immer verkehrt. Ich weiß gar nicht, was das soll. So, da drüben befindet sich irgendwo ein Reh. Das schießen wir jetzt noch, bevor wir Feierabend machen. Lieber schneide ich ein Stück von meiner Geschichte ab. Nee, keine Sorge. Falls ich schneiden muss, schneide ich an anderer Stelle.
So, Freundchen, wo bist du? Ich hab dich gehört. Gibt's doch nicht, oder? Bin ich so blind oder gibt's hier einfach keine Tiere? Vor allem hier ist jetzt auch wieder, obwohl hier ein Reh gebirgt hat, keinerlei Spuren. Ja? Ich verstehe das nicht. Das Spiel lässt mich gerade irgendwie im Stich. Es naht in stiller Schönheit. Es sieht unfassbar schön aus. Aber es geht mir gerade unfassbar auf den Sack, dass ich hier nichts zum Jagen finde. So, Freunde, es tut mir ganz furchtbar in der Seele leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine gute Zeit und konntet euch mit mir zusammen ein bisschen über meine Stories amüsieren. Aber ich werde es jetzt hier drauf bewenden lassen, weil das wird hier sonst die unendliche Geschichte. Und wie wir wissen, kann ich leider nur 60 Minuten rausrendern. Na gut, Freunde, es war mir eine Ehre. Ich verabscheue mich für heute, wünsche euch eine gute Nacht. Haut rein. Peace.